Frank, wo bleibt denn die Wäsche? Ich komm ja schon. Hier. Ah, danke. Sabine, ich habe so unheimliche Kopfschmerzen. Selbst schuld, wenn du immer so viel trinken musst. Ich hab doch gestern gar nichts getrunken. Es ist nur so unheimlich heiß. Na, dann ruh dich doch aus. Ich kann die Wäsche auch alleine aufhängen. Ehrlich? Na, dann mach ich das. Ja. Bis später. Ja. Oh, jetzt muss ich den Müll noch rausbringen. Der wollte sich hinlegen. Guck mal im Wohnmobil nach. Okay. Papa? 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 Wohnmobil. Wie, das kann nicht sein. Hast du auch im Klo nachgeguckt? Ja, überall. Und im Zelt? Vielleicht hat er sich da hingelegt. Guck mal danach. Okay. Jenny, Frank, Essen ist fertig. Wo ist denn der Papa? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Ist der nicht da? Nein. Das gibt's doch nicht. Pass auf, wir suchen ihn jetzt einfach mal. Das kann doch nicht sein, dass der weg ist. Vielleicht ist Papa was passiert oder er wurde entführt. Ich muss die Polizei rufen. Bitte, Mama. Warte, mein Schatz. Wie heißt dieser Detektiv nochmal, der uns vielleicht helfen könnte? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der? Max Meyer. Genau. Gib mir mal bitte das Telefon und die Telefonnummer. Ich rufe da jetzt an. Danke, mein Schatz. Bitte. Das kann
nicht sein. Der kann doch nicht einfach weg sein. Ich verstehe das nicht. Was kann ich für Sie tun? Wer ist da bitte? Entschuldigung, Detektivbüro Max Meyer, was kann ich für Sie tun? Herr Meyer, Sie müssen uns helfen. Mein Mann ist verschwunden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Können Sie uns bitte helfen, bitte? Ja, bleiben Sie ganz ruhig. Wo wohnen Sie denn? Wir wohnen in der Bachhausener Straße 4. Ich bin in circa 5 Minuten bei Ihnen. Bleiben Sie so lange sehr ruhig. Müller, wo sind Sie? Chef, ich bin mit dem Stromer am Übungsplatz. Er braucht nur ein bisschen Training. Kommen Sie sofort in die Bachhausener Straße Nummer 4. Ich erwarte Sie dort in 5 Minuten. Ja, aber komm, Stromer, wir haben einen Job. Immer wieder zu spät. Egal, dann mach ich's eben alleine. Hallo, Frau Vogel, ich bin hier wegen Ihres Mannes. Kann ich reinkommen? Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. So, dann erzählen Sie mir noch mal ganz in Ruhe, was passiert ist. So. Es war so, wir haben zusammen Wäsche aufgehangen, dann sagte der Frank, dass er Kopfschmerzen hat, und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann soll er nicht mehr so viel trinken. Dann hat er mir aber gesagt, dass er nicht viel getrunken hat und dass er aber trotzdem Kopfschmerzen hat, weil es halt so heiß ist. Dann habe ich ihm gesagt, dann soll er sich eben hinlegen, und dann ist er weggegangen und wollte sich hinlegen. Und dann habe ich halt aufgeräumt, geputzt, beziehungsweise dann kam Jenny noch und hat dann nach ihrem Papa gefragt, dann hat sie ihn schon nicht gefunden, dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht liegt er irgendwo, keine Ahnung. Ich habe mir halt einfach keine Gedanken darüber gemacht. Dann habe ich das Essen gemacht, dann saß ich hier und wir haben dann, wollten essen, und dann habe ich halt Jenny gerufen, und dann sagte mir, dass der Papa nicht da ist, und dann haben wir noch mal eine Stunde lang auf dem Gelände rumgesucht und er war halt nicht da. Und dann habe ich sie angerufen. Ja. Also, ich fasse noch mal zusammen. Sie haben mit Ihrem Mann Wäsche aufgehängt, Ihr Mann klagte über Kopfschmerzen und wollte sich hinlegen. Das war ungefähr vor 3 Stunden. Seitdem ist er verschollen und Sie haben keine Idee, wo er sein könnte. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Gut. Könnte es nicht sein, dass Ihr Mann einkaufen ist? Nein, das kann nicht sein. Wir waren gestern erst einkaufen und außerdem würde der Frank nie ohne mich irgendwas unternehmen. Das war schon immer so. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir suchen erstmal das ganze Gelände nach Ihrem Mann ab und geben Sie mir bitte ein getragenes Kleidungsstück Ihres Mannes, okay? Ja. Einen Moment bitte. Hier ist ein T-Shirt. Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal zum Garten.